Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Let's Die Video. Heute werden wir einiges machen, vor allem die Holzfarm bauen. Letztes Mal haben wir hier ein wunderbares Ackerland gebaut. Naja, also groß ist es nicht, aber ich finde, es sieht wunderschön aus. Also, wenn man mal so genau hinguckt, ist das so eine Veranda eben mit so Fackeln und in der Nacht leuchtet es eben sehr schön. Und dann kann man hier wunderbar auf die Berge gucken und auf den Fluss. Und wir gehen jetzt mal hier vom Baum runter. Hier ist der Iron Golem. Ich hoffe, er beschützt weiterhin unser Dorf. Und wir haben 17 Eisen. Das weiß ich eigentlich gar nicht, dass wir so viel Eisen haben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles hier so drin habe. Ich meine, 64 rohe Kupfer, okay. Das ist auf jeden Fall heftig. Und da ist sogar so ein Schmiedetisch. Wir gehen erstmal jetzt nach unten. Und Leute, falls ihr es vielleicht bemerkt habt, ich habe jetzt ein neues Mikrofon. Das war in der letzten Folge, also nicht in einer Minecraft-Folge, sondern dem anderen Spiel Operius. So, da habe ich das schon gesagt, dass ich ein neues Mikrofon habe. Und das ist super, weil jetzt ist die Audioqualität viel besser. Denke ich zumindest. Ja, außerdem, falls es euch interessiert, ich spiele gerade mit MondLW ein bisschen Minecraft auf meinem Server. Ja, ich habe so einen random Minecraft-Server einfach. Und ja, dort haben wir jetzt schon Full Dia und so. Und das habe ich halt irgendwie... Ich habe heute angefangen, also beim Aufnahmetermin. Keine Ahnung, heute ist der 15. oder so. Falls euch das interessiert. Und ja, da haben wir jetzt schon Full Dia und so. Und ich frage mich, warum das hier auch nicht so schnell geht. Oh, jetzt sollten wir aber hier nicht gleich rumstampfen. Gut, was machen wir? Wir brauchen Holz. Und zwar, ich habe gerade bemerkt, dass wir kein Holz haben, deswegen wir das auch gar nicht braten können. Auch haben wir kein Essen, das ist nicht gut. Deswegen müssen wir da kurz Essen holen. Und ich habe ein bisschen Inspiration bekommen, jetzt hier das zu machen, weil ich eben so unglaublich viel Spaß hatte bei dem, naja, Minecraft-Projekt, was nebenan so läuft. Die Welt, in der MondLW und ich sind... Also keine Ahnung, ob wir den nächsten Tage noch weiterbauen, aber die werde ich euch wahrscheinlich zeigen, wenn wir relativ weit sind und so. Dann werde ich euch wahrscheinlich die ganze Welt zeigen, er wird das vielleicht auch machen. Ja, und das wird, glaube ich, relativ nice. Und ja, wir gucken mal. Und aber erstes will ich eigentlich hier ein wunderbares Baumland bauen. Und es gibt hier keine Bäume. Ja, perfekt. Wir müssen auf die Suche nach Bäumen gehen und... Ach du Scheiße, sind hier viele Tiere. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Wolle. Brauchen wir diesen Baum, diesen einzelnen Baum, der halt da mitten allein in der Gegend steht. Und diesen Baum, den werden wir jetzt fällen. Und dann werden wir auf Saplings warten und warte mal. Oh nein, es wird wieder Nacht. Das finde ich nicht gut. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt brauchen wir wunderbar... Oh, da ist ein Apfel. Den brauchen wir. Hallo? Wenn wir nämlich Gold haben, können wir einen Goldapfel machen. Gib uns doch mal ein bisschen Saplings. Ich will doch hier CO2 ein bisschen zerstören. Ja, okay, ich dachte schon, er wird uns keinen einzigen Sapling geben. Das wäre natürlich richtig mies. Wir setzen hier einfach... Oh, nicht direkt zwei nebeneinander. Na wohl, wir können zweimal nebeneinander setzen. So, hier ein... Ja, eben alles voll. Wir können einfach überall random hinsetzen, weil hier wird alles voll sein. Irgendwann. Ich werde hier alles zugleistern. Gut, dieser Baum hier ist schon gewachsen. Das ist natürlich sehr gut. Wir werden jetzt wahrscheinlich einen Zeitraffer machen. Außerdem habe ich hier einen Mute-Button. Und dann könnt ihr sozusagen einfach sehen, wie ich jetzt 3000 Jahre hier Holz farme. Und bei mir dauert das dann 20 Minuten und bei euch irgendwie so, naja, 50 Sekunden. Bis gleich. So Leute, wir haben jetzt schon einiges an
Holz gefarmt und jetzt haben wir auch noch ein bisschen Weizenkörner bekommen. Ich habe nämlich, falls ihr es gesehen habt, ein bisschen auch Gras weggemacht, damit ich dort Bäume pflanzen kann. Und jetzt haben wir ein bisschen Weizen bekommen. Und ja, das hier ist schon fast fertig und ich gehe jetzt ins Bett hier und dann wird weiter gefarmt. Sehr gut, jetzt haben wir schon über einen Stack Holz und wir haben ja so eine kleine Fassade, die habe ich eben gebaut. Und jetzt können wir sozusagen noch ein bisschen Cobblestone farmen und dann werden wir hier auch so einen Tower bauen. Und für die Folge habe ich noch einiges vorgenommen. Ich will zum Beispiel jetzt sehr, sehr viel Mining machen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr lang dauern. Ich werde mir vorher noch ein paar Sachen hier machen, damit ich halt genügend Spitzhacken habe und so. Und dann wird auch schon mit Mining losgelegt. Ich habe auch ein bisschen Süßbeeren gefarmt, damit wir halt genügend zu essen haben, aber das reicht auf jeden Fall nicht, wir brauchen noch mehr Essen. Ich glaube, hinter diesem Haus war hier noch diese Mini-Farm von den Süßbeeren. Und jetzt müssen wir die halt alle mal nehmen. Auch wenn das nicht die beste Ernährung ist, ist auf jeden Fall eine Ernährung. Und ich glaube, eins von diesen Weizendingern ist auch schon fertig. Und wir hätten natürlich auch die Tiere klatschen können, aber das ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt will. Und dann haben wir schon ein kleines Weizenfeld, womit wir ein bisschen Essen produzieren können. Ich würde sagen, wir gehen dann mal unten nach in die Mine. Vorher mache ich das hier alles noch dazu und werde schauen, ob ich noch Cobblestone habe, um ein bisschen weitere Spitzhacken zu machen. Schauen wir, dass wir Eisen haben. Dann gehen wir einfach mal runter und machen eine Eisenspitzhacke und dann würde ich sagen, legen wir los mit Mining Action. Das wird sehr gut, weil dann können wir halt... Also wir könnten eigentlich jetzt schon voll Iron Armor haben, aber es geht ja noch mehr, theoretisch. Ich verirre mich hier jedes Mal, das ist nicht so super. Hier ist auch noch Kohle, warum habe ich das eigentlich nie abgebaut? Hier ist halt das Ganze, das müssen wir schmelzen. Und was brauchen wir eigentlich noch? Brauchen wir noch irgendwas? Ich weiß es nicht, ich denke nicht, aber... Naja, egal. Wir warten jetzt einfach mal, bis das da fertig ist. Da mache ich, glaube ich, einen Cut. Und dann farmen wir hier wunderbar weiter. Hier war das. So, jetzt können wir hier eine wunderbare Spitzhacke machen. Und damit ein bisschen was farmen. Aber ich würde sogar noch eine zweite machen. Das liegt daran, dass wir vielleicht ziemlich viel Redstone und so finden. Und das könnte dann schon mal ein bisschen kritisch werden. Aber ich glaube, das wird mit dem Essen eigentlich sogar fast am meisten kritisch. Aber wir haben ja dann genug hier oben. Dann müssen wir noch rechtzeitig nach oben gehen. Ja, jetzt ist sogar schon fast die Spitzhacke noch fertig, also die nächste. Und das lassen wir dann einfach brennen und werden uns daraus eine Eisenrüstung machen. Und dann haben wir jetzt schon mal ziemlich gute Tools. Also gut sind jetzt nicht, aber ist schon mal was. Ich meine, Eisen ist halt was. Alter, das ist geil, nur es gibt ein Problem, das, naja, also außer, dass hier so viel geiles Redstone ist, da sind Diamanten, da ist Lava, das ist nicht so super. Deswegen werden wir jetzt einfach mal Redstone abbauen. Und zwar machen wir hier ein paar Spitzhacken rein und Redstone, Gold, das. Hier können wir sehr gut das mitnehmen. Nur ein bisschen Schiss, dass wir jetzt irgendwie nochmal in Lava reinlaufen oder so. Ich höre hier aber eher Wasser. Einmal nach oben, können wir noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Wir sind auf der Höhe 15. Naja, früher war das ziemlich tief, aber irgendwie ist das nicht so tief mehr. Nur ich würde halt schon gerne diese Diamanten haben.
Wie organisieren wir das? Ich würde derzeit ungern in die Lava fallen. Ein Dia, Screenshot, 2. Geht auf jeden Fall. Wir haben jetzt Bruchtiefen-Schiefer. Ja, perfekt. Das wollte ich auch schon immer haben. Wir bringen das alles nach oben. Ich habe keinen Bock, das alles zu verlieren. Weswegen wir das nach oben bringen müssen. Ja, da müssen wir hin. Und ich weiß auch, wie wir das erreichen. Indem wir einfach mal diese nervige Wasserquelle wegmachen. So, dann gehen wir einfach mal nach oben und sichern das, was wir genommen haben. Das ist doch echt perfekt. Ach, das habe ich ja noch nie gesehen. Da oben ist Eisen. Oder habe ich das schon 30 Mal gesehen? Aber wir müssen erstmal was essen. Sonst können wir gar nicht mehr sprinten. Das hier können wir dann einfach nehmen. Was brauchen wir denn? Kopf, Hose. Okay, wir brauchen einen Kopf. Wunderbar, und eine Hose. Und jetzt haben wir eine Full-Iron-Rüstung. Nochmal ein Screenshot natürlich. Und mit dieser Truhe können wir die wertvollen Sachen unseres Lebens sichern. Das war jetzt echt scheiße geplaced. Und da müssen wir jetzt alles Wertvolle da erstmal wunderbar reinstopfen. Warum ist hier ein Villager in meinem Bett? Alter Villager. Ach du Scheiße, nein. Du lässt meinen Villager in Ruhe. Ich habe gelernt, wie man Zombies killt, und zwar so. War jetzt nicht so schwierig irgendwie. Woher kommst du denn bitte? Alter, ich erschrecke mich immer so. Villager, geh doch mal weg, Junge. Du kannst dem keinen Schaden machen. So, jetzt haben wir wenigstens wieder einen Pfeil. Und wenigstens hat uns die Eisenrüstung relativ beschützt. Deswegen haben wir jetzt nicht 1000 Leben einfach so verschenkt. Ich glaube, dieser Wolf war das, der uns diese Bären geerntet hat. Au. Ah, ne, das hätte er auch wirklich weiterhin machen sollen. Ich bin ja richtig schlecht im Ernten von diesen Bären hier. Ich wollte auf jeden Fall noch eine riesige Erkundungstour machen. Dafür sollten wir eventuell den Shader rausmachen und die Sichtweite vergrößern, weil dann können wir halt mehr rausholen. Der arme Eisengolem, der hat irgendwas abbekommen. Wir müssen dem auf jeden Fall helfen. Arm bin ich. Kann man den irgendwie mit Kupfer heilen? Das wäre es ja echt. Sagen wir, gehen einfach mal nach da oben. Nutzen unseren Super-Eimer dafür. So geht es doch echt super schnell. Koordinaten merken. Perfekt. Und dann schauen, was uns das hier alles noch so geben wird. Ich würde sagen, da gehen wir nicht rein, sondern wir gehen hier längs. Da ist Kupfer. Hier so super Jump'n'Run. Waren wir hier schon mal? Das kam mir irgendwie so vor, gerade als waren wir hier schon mal. Vielleicht finden wir noch so einen Strand, weil ich liebe irgendwie Wüsten in Minecraft. Das gibt mir immer so ein schönes Gefühl irgendwie, weil ich fühle mich da immer so zu Hause in der Wüste. Also Wüste neben, ich sag's mal so, ich fühle mich am meisten zu Hause bei Akazien neben Taiga, neben Wüste. Neben normalem Wald. Also alle schönen Biome sozusagen nebeneinander. Vielleicht finden wir ein wunderbares Tigerdorf. Das wäre echt das Beste, was ich machen könnte. Warum haben wir kein Bett mitgenommen? Und warum haben wir die Schere weggetan? Leute, das ist nicht so gute Entscheidung. Alter, was ist das denn da? Da ist ein Hund, aber wir haben nur 2 Knochen. Da ist noch ein Hund, aber wir nehmen den. Leute... Ich weiß nicht. Ich glaube, 2 Knochen werden nicht reichen. Ich hab's. Hat nicht funktioniert bei allen, aber ich hab einen neuen Hund. Perfekt. Das war eigentlich mein einziges Ziel im ganzen Format hier. Ich wollte einen Hund haben. Der kann sich auch noch porten. Wie geil. Alter, wie nice. Ich kann jetzt ihm einfach sagen, dass er was killen soll, und dann killt er das für mich. Mach ihn fertig. Bisschen dummer als mein normaler Hund. Aber du machst das schon. Danke für die Wolle. Ja, mach's kaputt. Hund, let's go. Geh drauf. Ja, sehr gut, sehr brav. Wir müssen hier nur weiter erkunden gehen. Ich wollte eigentlich ein krasses Biom finden. Ich meine, eine Wüste, ein Dschungel. Am meisten freuen würde ich mich über eine Wüste. Habe ich euch ja schon gesagt. Ich glaube, da hinten ist ein Meer, Leute. Das muss gefeiert werden. Ich hoffe, du hast dich geportet und bist nicht runtergefallen. Ach, egal, ich gebe dir einfach mal hier was. Komm her. Wolfi, porte dich.
Sehr gut, jetzt müssen wir nur noch kurz mal recken, weil wir haben ein bisschen Leben verloren. Es ist ein wunderschönes Meer mit einer riesigen Höhle. Ich hätte jetzt eher einen Strand erwartet. Ja, ich würde sagen, wir schwimmen bei der nächsten Folge einfach mal dort hinten hin. Unser Wolfi, der sitzt dort unten und wollte gerade in die Klippe springen. Also Leute, das war's schon mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen und tschüss und bis zum nächsten Mal.